Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Oliver311. Und ich begrüße euch ohne viel dumme Vorrede zu einem Let's Play von Uncharted 3. Wie seht ihr schon den Ladebalken, einen schönen Ring, der sich dreht, ne? Uncharted 3 ist ja von den Entwicklern Naughty Dog, dessen Logo wir auch gleich nochmal im Vorspann sehen werden. Und die sind ja momentan in aller Munde wegen ihres neuen Spiels Last of Us. Wird ja von vielen in den Himmel gelobt. Ist nicht so ganz mein Spiel, gebe ich zu. Ich bin nicht so der Zombie- oder Infizierten-Fan. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, hey, Naughty Dog ist gerade überall in aller Munde und du hast vor kurzem Tomb Raider durchgespielt. Ein Spiel, was sehr an Uncharted angelehnt ist. Also warum let's playst du denn nicht auch einfach mal Uncharted 3? Jawohl, das machen wir. Uncharted 1 und 2 habe ich schon mal privat durchgespielt, beziehungsweise fast durchgespielt und dann Let's Play zu Ende geguckt, weil gerade beim ersten Teil ist dann doch das Ende schon recht viel Geballer, ne? Und deswegen werde ich mich hier einfach mal jetzt direkt in den dritten Teil stürzen. Das Ganze auch vollkommen blind, weil ich weiß von dem Spiel, glaube ich, nicht viel. Ich glaube, ich habe vor Urzeiten mal den Anfang gesehen. Aber das wird sich zeigen dann im Spiel, ne? Wir legen aber los. Uncharted 3, Tracks, Deception und viel Gelaber. Wir gehen in die Kampagne, müssen ein neues Spiel starten, denn ich habe vorhin schon mal ganz kurz einen Aufnahmefail gehabt. Das hat nicht so ganz geklappt. Aber egal, wir machen einfach nochmal neu. So, wir überschreiben gleich den Spielstand hier, dann ist der gleich weg. Wie gesagt, nur das Intro und das habe ich nicht mal mir angeguckt. Also keine Sorge, es ist immer noch blind. So, speichern erfolgreich, super. Dann geht's jetzt los. Uncharted 3, ich freue mich wirklich drauf. Weil gerade nach Tomb Raider habe ich hohe Erwartungen an dieses Spiel hier. Und deswegen einfach mal gucken, was Naughty Dog hier produziert hat. Grafikmäßig wird es auf jeden Fall Bombe sein, auch jetzt immer noch. Ich weiß gar nicht, wann das Ding rauskommt. Ist glaube ich auch schon wieder 2-3 Jahre her. 2 glaube ich so ungefähr, ne? Weiß man nicht. Ist ja auch letzten Endes egal. Steht da dann unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann mal reingucken. Da habe ich dann auf jeden Fall das Veröffentlichungsdatum reingeschrieben. So, und jetzt geht's los. Intro. Viel Spaß. Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die, die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen. Denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Warum sie solche Texte nicht auch übersetzen, frage ich mich manchmal, aber egal. Schöne Musik fürs Intro. Gefällt mir schon mal. London. Ah, ich glaube, wir sind in London. Ist nur so eine grobe Vermutung. Könnte man auch an den Telefonzellen vielleicht noch erkennen. Ich war ja schon mal in London. Das ist eine schöne Stadt, wirklich. Glaubt man gar nicht. Aber es ist letzten Endes auch nur eine Großstadt. Ja, das sieht mir aber nach einer sehr schmierigen Spielunke aus hier. Ah, das sieht schon sehr schön aus, ne? Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie? Anwesend. Wir wollen erst das Geld sehen. Carter. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht.
Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist so falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentleman. Solange Sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Ich glaube, daraus wird nichts. Das könnt ihr vergessen. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Sagt der Dieb zum Dieb. Äußerst schade, dass immer gute Billardschläger in der Nähe liegen, ne? So, und jetzt geht's los, ne? Ich glaube, jetzt geht's los. So, also wir können mit Viereck angreifen. Wo ist denn die Viereck-Taste auf der PlayStation-Pad? Mann, wir haben schon ewig nur PlayStation gespielt hier, alles vergessen. Oh, und mit Dreieck kann ich kontern. Alles klar, krieg ich hin. Ja, du und ich. Naja, nicht kontern hier. Oh doch, kontern wäre gut. Ja komm, greif nochmal an, ich will nochmal. Ach, egal. Ist egal. Aber es ist schön durchgeskriptet bisher. Na los! Wow, Gegner, hätte ich da jetzt irgendwas machen müssen? Ah, jetzt muss ich auf einmal drei Kreis drücken. Ja, jetzt auf einmal hier Dings drücken. Ja, also alles klar. Kriechen. Dann schon mal alle Tasten durchbenutzt hier. Alle, die wir haben. Jetzt nicht nachlassen. Okay, Mann. Du bist erledigt. Haha, sagt der Richtige. Pick dich ins Knie. Ah, scheiße, vergeigt. Yeah. Zeitlupe. Verdammt, ich hab doch... Ah, ich hab noch nicht das richtige Timing fürs Dreieck drücken raus. Und Kabenga und in deine Fresse. Das hast du jetzt davon. So, hoffentlich bleiben die Tasten weiterhin so eingeblendet. Bisher habe ich das nämlich noch nicht drin. Und bumm und bam und in deine Fresse und ins Knie. Oh, das war meins. Das war mein Knie. Entschuldigung. Eieiei. Na, dann waren wir weg hier, ne? Wo muss ich hin? Oh. Was ist denn das? Der ist groß. Hey, hab ihn! Okay, Will, halt drauf! Okay. Hey, lass das lieber um. Oh, ein schönes Fenster durch. Ja, mei. Entschuldigung, der Scotch geht auf mich. Schnappt ihn! Ah, nein, jetzt doch nicht mehr. Wollt euch einen geben, aber so nicht. Oh, Kapitel 1, noch eine Runde. Ja, dann mal los. Um einen Gegner in der Nähe zu werfen, drücken Sie Kreis während der Gekickelchen. Und dann Viereck. Kommt schon, Jungs, hört auf damit, ja? Yeah, schön mit der Flasche drüber. Ah, das, na, ey, oh, scheiße. Eieieiei. Das ist ja ganz schön Action hier schon, ne? Aber bisher macht's fehlt. Aber ich habe das Gefühl, dann sobald später dann die Waffen kommen, wird das leider nicht mehr so Spaß machen, der Nahkampf und alles. Dann wird er sowieso komplett unnötig werden, habe ich das Gefühl. Aua, das tat mir doch mehr weh als euch. Ah, Mann. Ah. Ich bin mit diesem PlayStation-Pad noch nicht so drin. Halt's doch mal hier, Alter. Halt's doch mal, die Schnauze. Yeah, HP-Generation. For the win. Fucking realistisch. Ah, nein. Ich sollte mehr auf meine Umgebung achten. Unter anderem jetzt. Bazinga, du Penner! Macht sie platt! Wieso sehen die eigentlich schon wieder wie Klonkrieger aus? Oh, verdammt, den habe ich übersehen. Was soll denn das werden? Gut, das zieht sich mir jetzt schon wieder so ein bisschen in die Länge. Finde ich schade. Schnapp ihn! Geh du mir aus dem Weg, du Arsch, ey. Bazinga! That escalated quickly. Verdammt, schon wieder falsch das hier drückt. Na, den habe ich erwischt, oder? Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. So, alter Mann, kommst du zurecht? Boah, der Dicke. Oh, mitten ins Klo. Das sieht auch sehr sauber aus. Mann, wie übel. Komm schon. Gut, geht. Gib mir einen Moment, Mann. Bin gleich bei dir. Komm, wie doof ist denn der? Darf ich jetzt? Ich glaube schon. Ich glaube, das Spiel hat bloß auf meine Eingabe gewartet. Au, 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 au
Hey, aber selbst wie schön die Graffitis auf dem Klo sind, ne? Okay, Lust auf mehr. Oha, das war ausweichen. Ficken. Nimm weniger Anabolika. Aber ich kann das hier alles selber steuern übrigens, also. Ach, dammit. Ich muss hier echt immer auf Schlagen drücken. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so scheiße. Aua, hätte ich da jetzt kontern müssen? Mann, was will das Spiel von mir? Oh, wie wär's mit Nein? Jawoll. Das Klo sollten sie echt mal reparieren. Alles klar da drin? Tut's weh? Nur mein Stolz. Wir brauchen eine Saugglocke. Eieiei. Ganz schön mitgenommen. Los, Nate. Hier. Wir können hinten raus. Oh, schön inszeniert bisher. Die Skripts finde ich bisher ganz schön. Haltet sie! Och, ich hab den alten Knacker. Habt ihr es bald mal mit euren Gegnern? Das ist ja jetzt schon zu viel. Ah, oh, schön mit der Bratpfanne interagiert. Und nochmal. Ja. Los. So, Katzi. So, kennt er denn selbst ablaufen halt. Mist. Oh, verdammt. Oh, man schlägt doch keinen, der nicht hinguckt, der nicht hinguckt. Komm her, komm her. Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey. Der hat genug. Oder Kumpel? Aber kein Blut nirgendwo, weißt du? Nicht mal Nasenblut. Nicht. Ah ja, ein bisschen. Bleib unten. Ein paar Schramm. Hey, den kenne ich. Der hat uns vorhin betrogen. Arschloch. Hallo, Victor. Kate. Das ist immer Kate. Noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein. Sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue Ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Oh! Oh nein! Oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh, bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Und auch hier ist es wieder sehr schade, dass das Spiel nicht in 1080p läuft. Es würde auf dem PC vermutlich noch viel geiler aussehen. Naja, aber dafür gibt es jetzt demnächst die Next Gen, ne? Von der ich immer noch nicht sicher bin, ob ich sie mir kaufe. Naja, das wird die Zeit zeigen, ne? Gut, also. Wo jetzt habe ich nicht gelesen. Wo sind wir? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, wir sind in der Vergangenheit, oder? Ah ja, 20 Jahre früher. Okay. Aber wenn der mir nicht aussieht wie ein junger Twake. Wollt ihr lachen? Ich habe gerade ernsthaft vergessen, wie der Hauptcharakter heißt. Twake. Ja, das weiß ich noch. Aber wie ist er mit Vornamen? Oder war das sein Vorname? Nee. Hä? Das gibt's nicht. Ich habe den Namen vergessen. Okay. Oh, Kapitel 2. Großes aus kleinen Ursprüngen. Hallo. Brauche ich eine Karte? Oder ist das hier öffentliche Aufstellung? Drücken Sie Select. Okay. Nate. Nathan Drake, so hieß er. Ha! Ich liebe dieses Spiel. Es gibt mir die Antworten genau dann, wenn ich sie brauche. Okay. So, bewegen Sie den rechten Stick nach links, um umzublättern. Hey, wir haben hier ein Schiff mit Lamas und so. Und eine Zeitung mit so Zeug. Und dann haben wir so Karten mit so Indien und so
Borneo und von irgendwelchen Kursen. Das ist nicht cool. Und so ein Typ. Und so, wisst ihr Bescheid, ne? Oh, hier noch mehr Typen. Oh, geil. Cool. Leere Seiten mag ich am liebsten. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Select. Cool, wie er sich vor allem auch so seitwärts gerade bewegt hat, um rauszulaufen. War ganz cool. Englische Beiboot aus dem 18. Jahrhundert. Ja, Mai. Oh, Museums. Es gibt nichts Spannenderes als Museen, nicht wahr? Sagt ja. Wir alle wissen, dass ihr lügt, wenn ihr ja sagt. Oh, geil. Eigentlich nicht. Das ist es auch nicht. Ja, aber es ist cool, Mann. Cool aus. Dich mal nicht so. Das ist es nicht. Alter, auf den Sack zu gehen. Ich weiß, was wir suchen. Also, ich habe so eine grobe Ahnung. Nur dann haben wir gerade unseren Ring verloren. Oh, warte mal, hier ist ein Schatz. War gerade irgendwas. Sieht irgendwie komisch aus, wenn ich mich langsam... Wo waren das jetzt mit dem Aufsammeln? Hä? Ja, genau, der liegt einfach mal so auf dem Boden, ne? So ein Ring. Egal, wir haben unseren ersten Schatz gefunden. Gut, Leute, und mit Aussicht auf dieses Museum und mit den echt geilen Lichteffekten, die hier gerade sind, so mit dem Staub und so, verabschiede ich mich und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.